Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Asterix und Obelix XXL. Wir haben hier in Helvetien aufgehört und haben da eine Schlange von Helmen in der Luft stehen, von der ich keine Ahnung habe, wie wir da rankommen. Macht nichts, wir holen uns auf jeden Fall erstmal diese ganzen Kisten Klumpatsch hier, denn da hängt ein Multiplikator in der Luft und den wollen wir haben. Da vorne, wo der Spion rumsteht, da am Wasser ist glaube ich auch noch eine goldene Lorbeere, da werden wir auch auf jeden Fall gleich mal vorbeigucken. Denn die wollen wir logischerweise auch alle haben. Und shit, der Multiplikator hält wieder mal kürzer, als ich gedacht habe. Aber lass mich raten, da wäre mehr drin gewesen. Nein. Okay, was soll's. Wir haben die 113.000 Helme. Achso, vielleicht hätte ich über die Kisten daran kommen können. Oder nee, warte, vielleicht über das Katapult oder so. Ja. Ach, da ist Zaubertrank. Warum ist der Zaubertrank? Kommt hier gleich ein Kampf oder ist der für die Kisten? Aber für die Kisten wäre es eigentlich mega unnötig. Ja, da hinten ist auch Zaubertrank, oder? Ja, tatsächlich. Hä? Okay, warum? Warum? Quatschen wir doch erstmal mit dem Kollegen hier. Vielleicht hat er was Wichtiges zu sagen. Die Truppen Cäsars wissen jetzt, dass ihr sie verfolgt. Jetzt erst. Wir haben diese Brücke zerstört, um euch aufzuhalten. Ihr seid Helden. Stimmt. Ihr findet sicher einen Weg, diese Ruinen zu überqueren. Ja. Beeilt euch! Eure Freunde brauchen eure Hilfe. Ja, gut. Wenn die das jetzt... da hinten ploppt wieder ein bisschen was im Hintergrund auf. Interessant. Ja, wenn die das jetzt erst gemerkt haben, dass wir sie verfolgen, dann... Respekt, ihr seid ganz schön ignorant, würde ich mal sagen. Oder wie nennt man das? Ganz schön abwesend. Also, ja. Ich meine, wie viele Legionen haben wir mittlerweile schon auseinandergenommen? Einige, mit Sicherheit. Und wenn denen das nicht aufgefallen ist, dass die fehlen, dann... Naja, scheinen sie ja genug davon zu haben, ne? Also, wir werden auch sicherlich noch ein paar wegbauen, ne? Also, da werden noch genug verheizt, so ist ja nicht. Gut, wir schnappen uns jetzt hier diesen Zaubertrank, von dem ich keine Planung habe, wofür der eigentlich da ist. Zack, zack, zack. So, ich liebe diesen Dreiersprung einfach, der ist super. So, und dann machen wir mal... Achso, weißt du, was wir machen können? Wir können... nein. Achso, nee, können wir nicht. Ja, stimmt, wir brauchen ja die Kombo-Leiste und nicht den Zaubertrank dafür, ich Vogel. Hab ich vergessen. Ich wollte gerade einen Tornado-Kombo ausführen, aber das geht ja nicht. Das ist ja klar, ne? Dafür brauchen wir die Kombo-Leiste, die mit Zaubertrank tatsächlich ganz schön schwer zu füllen ist. Da haben wir sie. So. Jetzt können wir zu einer anderen Kombo durchgehen und laufen wir einfach mal den Weg lang. So. Die Kampfmusik ist übrigens mega geil, die ihr gerade spielt. Ich mag die sehr. Oh, das war's. Okay. Wow. Ach komm, hier unendlich. Ja, ich glaube schon. Okay, dann vergessen wir das einfach mal. Wir müssen eh hier hoch. Wobei, nee, Schwachsinn müssen wir nicht. Oh, ja gut. Bisschen was haben wir ja noch da. Nehmen wir gerade den einen Centurio noch auseinander. Oder geht's da hinten noch? Ne, da ist nichts mehr. Okay, dann machen wir den einen Centurio weg. Der gibt uns ja auch ein paar Leben. Ein paar jede Leben wegen. Oh, Junge. Oh, ist das dein Ernst? Wow. Alter, kannst du das lassen, bitte? Junge, ich mach dich so weg. Ich hab gerade mal probiert, den Tornado-Kombo zu füllen, aber dafür reicht die Leiste nicht mehr, ist ja klar. So, jetzt ab dafür, verdammte Axt nochmal hier, ey. Das kann wohl nicht wahr sein. Ja, die kommen unendlich. Also vergessen wir das einfach mal hier an dieser Stelle. Wobei, den Kerl, das ist mir jetzt ein persönliches Anliegen, den würde ich gerne noch wegnehmen. So, dankeschön. Gut, ja, hier ist es egal, wenn die uns runterboxen, da ist ja nur Wasser. Alter, die laden aber halt auch nicht mal auf, ne? Die gehen direkt drauf. Blöden Drecksäcke hier. Gut. Ja, also, wie der Spion gesagt hat, hier wurde irgendwie was zerstört von den Kollegen. Die haben ihren kleinen Star-Anfall, okay. Und dann müssen wir halt eben entsprechend gucken, dass wir da irgendwie anders rüberkommen. Was jetzt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eigentlich kein großartiges Problem wird, aber wir schauen mal, wir schauen mal. Oh, kriegen wir den Zehner da oben noch? Das wäre cool. Komm, jawohl. Warum sind hier denn so viele Multiplikatoren, Mensch? Das ist ja der Hammer. Alles voll. Bin begeistert. Ich habe übrigens jetzt gerade letztens nochmal ein Video über XXL2, das Originale, gesehen, nicht das Remaster. Und da ist mir aufgefallen, wie sehr doch das Remaster halt einfach hätte besser sein können, als es schlussendlich war. Man hätte es so viel besser machen können.
ist natürlich auch gleich wieder genervt, dass ich ein paar Dinge tatsächlich im Fazit vergessen habe zu erwähnen, obwohl ich es mir vorher aufgeschrieben habe, was ich sagen will. Aber, hä? Kann man auf diese Pfosten... Ach was. Okay, das machen wir ganz kurz. Denn den Multiplikator will ich haben. Der ist 10er, hallo? Das muss, Alter. Das ist aber echt schwieriges Plattforming hier an der Stelle. Mann. Der hier geht. Och, ernsthaft? Zum dritten Mal so knapp dahinter gesprungen? Gibt's doch gar nicht. Ich kann halt auch nicht direkt in den Multiplikator reinspringen. Dafür ist er zu weit weg. Och, Kumpel. Ey, das ist schwieriger, als es aussieht. Ich sag's euch, vielleicht machen wir das mal so. Ja, toll, die Kamera. Ja. Und ich kann halt Kamera, wie gesagt, nicht gleichzeitig mit Bewegen machen. Deswegen, oh Junge. Ich will diesen Multiplikator, Mann. Ja, okay, ich bin Multiplikator, geil. Gib mir den, verdammte Scheiße hier. Arg. Da muss ich mich doch schon wieder direkt aufregen. Danke. Wenn ich jetzt daneben gesprungen wäre, ne, ich hätte einfach komplett alles stehen und liegen gelassen und wäre rausgegangen. Denn da hätte ich richtig losgemusst. So. Es lohnt sich wahrscheinlich überhaupt nicht mit die paar Helme, die wir damit kriegen. Wir kriegen damit gar keine Helme. Wir kriegen damit die paar hier. Das lohnt sich so überhaupt nicht. Das war komplett unnötig. Egal. Das war mein Ehrgeiz. Ich wollte das einfach, okay? Danke. So. Ja, auf jeden Fall habe ich gesehen dann, oder was heißt gesehen? Ich habe dadurch dann wieder realisiert, wie viel besser doch so Remaster hätte sein können. Und ja, es hat mich wirklich... ja, sagen wir mal, Angst haben lassen davor, wie denn wohl das XXL3 wird. Denn, naja, wenn man so manche Dinge mit genauso wenig Acht behandelt oder so, dann, jo, wird's interessant. Oder, nee, dann wird's eigentlich nicht interessant, dann wird's eigentlich ziemlich traurig. So, was ist das denn hier eigentlich? Das ist jetzt irgendwie ein Knopfrätsel mit der richtigen Reihenfolge, ja? Ich nehme an, wir brauchen wahrscheinlich den links zuerst, ne? Also den, nee, hä? Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade drücke. Ich drücke einfach irgendwas, ne? Das ist offensichtlich aber nicht die... Warte, jetzt... Nein, das war der falsche. Ja. Nein. Was tue ich hier eigentlich? Okay, der rechts ist... Der erste von links. Okay, ja. Oben rechts ist der erste von links. Hä? Nee. Was ist jetzt der hier? Der ist die Mitte, oder was? Okay, der ist der zweite. Das ist der letzte. Dann haben wir sie doch alle. Das ist der erste und dann bist du der... Ah, nee. Dann bist du der zweite. Hä? Warum geht der erste jetzt wieder aus? Hä? Okay, es... hab überhaupt keine Ahnung, was da gerade los war, aber es ist, ist okay. Was mit den Lichtern da in der Seilbahn auf sich hat, weiß ich auch nicht. Aber was soll's. Ja. So. Wow! Da haben die sich gerade gegenseitig vorwärts geschoben? Alter. Wow, das war assi. Dann machen wir mal die 39 da eben weg. So. Zack. Ich drücke immer noch die ganze Zeit die X-Taste, sobald ein Kombo ist, ne, weil ich jetzt von XXL2 gewöhnt bin. Er ist natürlich eigentlich komplett useless in dem Spiel hier, aber hey. So, da sind die 39 Römer weg. Wir lassen Obelix durch, nehme ich jedenfalls mal an. Genau. Okay, da haben wir den. Ja, jetzt hier weiter, ja. Okay, damit kurbeln wir hier was. Ah ja, okay, I see. Das heißt, Asterix muss zuerst mal hier hin. Da unten ist ein extra Schild, aber dafür springe ich da jetzt sicherlich nicht runter. Das ist mir nicht wert. Ich muss den ganzen Scheißweg ja wieder hochlaufen. Das sehe ich mal absolut überhaupt nicht ein. Was hier auch noch kommen wird in Helvetien, ist ein... okay. Ist eine Bootsfahrt. Ja, also hier gibt es keine Rutsche, sondern hier wird es eine Bootsfahrt geben. Aua. Beide gleichzeitig, danke dafür. Das wird interessant, denn die sind schwer zu steuern. Und natürlich, wie für die Rutschen auch, gibt es für die Bootsfahrten ein... ein Dings, eine Lorbeere. Oh shit, komme ich jetzt nicht mehr ran. Oh, Asterix. Du solltest nicht so viel davon kaputt machen. Mano. Ja, okay. Egal. Ja, dafür gibt es eine Lorbeere. Das heißt, wir müssen das auf jeden Fall irgendwie gebacken kriegen. Aber die sind zum Steuern echt... Uiuiuiui. Anspruchsvoller als die Rutschen auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt auch nur... Moment mal.
Hä? Irgendwas muss ich doch da oben sicherlich noch machen. Das ist doch nicht einfach nur Bonus. Weil wir jetzt komplett lost. Trifft er mich? Ja, der trifft mich, okay. Dann muss ich ganz kurz erstmal, ja, ein bisschen... Warum? Hä? Warum haben die noch aufgeladen? Egal. Ah ja, da oben ist ein Knopf, jetzt sehe ich ihn auch mal. Guten Morgen, der Herr. Hallo, drück den Knopf. So, Tür auf. Und weiter geht's im Text. Ich muss nur überlegen, womit. Okay, Zielscheiben. Wo ist die Kanone? Die ist da. Damit schießen wir auf die. Deswegen. Ja, ja, okay. Das heißt, wir müssen eigentlich nur die da nach hinten ziehen. Dann sollte es schon passen. Dumm. Ja, da oben ist auch wieder ein bisschen was kaputt. Hier. Das Ganze ist ein bisschen heruntergekommen. Was war das eigentlich mal? War das alles eine riesige Brücke hier? Das ist so eine Riesenanlage. Keine Ahnung, Mensch. Keine Ahnung. So. Den lassen wir hier. Und dann sollten wir mit der Kanone da einmal um die Ecken schießen können. Und dann ist gut. So, Leben sind wieder am Start. Danke dafür. Und wir machen den da. So, wenn ich das richtig sehe, müsste das schon reichen. Ernsthaft? Locker fehlt so ein Schuss. Nein. Hä? Okay, zwei. Danke dafür. Gut. Oh. Wir sind wieder Obelix. Und machen weiter im Text. Wie viele Lorbeeren haben wir denn? 5 von 12. Das heißt, wir sind mit Helvetien auch nahezu halb durch. Okay. Ich freue mich ja immer noch sehr auf das Finale. Auf das finale Level. Oh, 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 okay, doch, doch, war doch, war gut, dass wir das so gemacht haben. War gut, dass wir das so gemacht haben. Autsch. Jetzt werfen die Typen mir mit Bomben. Ich glaube, es hackt. Es war sehr gut, dass wir das so gemacht haben. So, denn jetzt haben wir dadurch noch die Metallkisten da mitnehmen können. Das hat es nur gelohnt. So, kann man den mal bitte da runterholen? Der nervt ein bisschen. Danke. So, sind das ja eigentlich unendlich oder kann man die tatsächlich hier entsorgen? Ich probiere es einfach mal, indem ich die Tornado-Kombo mache und guck mal, ob die alle verschwinden oder ob nur noch welche nachkommen. Wenn nach der Tornado... Ach ja, da, ich sehe es ja gerade. Da rechts ist ein Counter. Ja, guten Morgen, der Herr. So. Haben wir's? Wir haben's. War ja eigentlich klar. So, oh, 1000... Nee, warte. 116.600. Das ist eine schöne Zahl. Hallo? Okay. Kamera? Dankeschön. Ich meine, ich hätte es auch von da oben steuern können, aber spätestens hier wäre es dann eng geworden, weil dann sehe ich einfach mal wirklich nichts mehr. So, ich glaube, hier runterfallen ist übrigens uncool, weil genau, da muss man nämlich mit diesem Trampolin da unten wieder hochspringen oder mit diesem Katapult oder whatever that may be. Wobei, war hier nicht sogar eine Lorbeere irgendwo da unten? Bin mir jetzt gerade nicht sicher tatsächlich. Ich möchte nicht beschwören, dass eine da ist, aber ich möchte auch nicht beschwören, dass keine da ist. Hm. Können wir eigentlich hier noch da unten direkt? Achso, ja, können wir. So, die Frage, wollen wir da noch da unten? Hä, ja, da sind Schalter. Ja, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Den Bereich hier kenne ich tatsächlich nicht so gut. Nur den einen da. Ist ja ein Scherz. Ja, komm, mach weg, den Kerl. Ja. Dankeschön. Ich meine, die fliegenden Fuzzis da sind zwar auch da unterwegs, aber die sind mir ehrlich gesagt ziemlich egal, weil die machen ja nichts. Ne, die tun auch nichts, die wollen nur spielen. So, wir nehmen mal einfach die Abkürzung runter. Oh, das war vielleicht keine gute Idee. Oh, es hat funktioniert. Die Kamera spackt aber ein bisschen rum hier. Die dreht ganz schön weg und ich kann sie nicht anpassen. Die steht auch gerade richtig scheiße. Gut, danke. Okay, für hier müssen wir 3 Schalter aktiviert haben. Ja, anders kommt man hier, glaube ich, eh nicht her. Von daher, okay. Ich habe im Gefühl, dass hier irgendwo eine Lorbeere war. Ich bin mir nicht sicher, du. Ja, genau, weil die Dinger zeigen nämlich da auf die Kiste. Deswegen dachte ich mir schon so, wait. Das war ja dreist. Okay. Hier ist ein Laden. Obelix-Schild da hinten. Guten Tag. Alles klar. Mal sehen, was ich auf Lager. Ja, ja, komm. Halt mal die Klappe. Er hat nicht die Tornado-Fusions-Kombo auf jeden Fall. Ja. Jaha. Das ist natürlich, ach, okay, alles klar. Der Timer für die Multiplikatoren ging weiter runter. I see. Danke dafür. Ja, aber das ist natürlich interessant. Die Tornado-Fusions-Kombo können wir uns eh noch nicht leisten. Die kostet uns nämlich 150.000. Das haben wir jetzt gerade nicht mehr. Hier ist doch irgendwo eine Lorbeere gewesen, da bin ich blöde. Shit, ich weiß es echt nicht mehr. Ja, scheinbar nicht. Also jedenfalls nicht hier.
Aber ich... Ja... Also ich meine, zur Not komme ich nachher nochmal hier zurück, ne, und schneid die rein irgendwann. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir hier eine vergessen haben, ne, also... Falls dem nachher so ist, ich hab's gewusst. Wobei, ja, nur so halb, ne? Sonst hätte ich das sagen, hätte ich sie ja gesammelt. Aha, da ist die angesprochene Bootstour. Ich muss mal ganz kurz auf den Timer gucken. Ach, der sagt 15 Minuten, das ist ja wunderbar. Dann haben wir noch eine Menge Zeit. Ja, ich möchte weiterspielen, danke. Dann machen wir jetzt die Bootsfahrt und schauen wir mal, wie gut wir da durchkommen. Uiuiuiui. Das wird interessant. Die konnte ich nie besonders gut. Das, ich glaube, diese Lorbeeren hier habe ich auch nie gesammelt. So. Hier will der Spion tatsächlich kein Geld von uns haben, sondern es geht einfach nur darum, das Ganze zu überleben. Wir dürfen logischerweise nirgendwo gegenfahren, können aber springen und so. Ja. Aber es ist einfach alles sehr schwammig zu steuern. Oh, was man, glaube ich, gerade gesehen hat. Dass ich den Multiplikator da verfehlt habe. So, und den habe ich auch verfehlt, super. Also es, oh ja, genau, der Nebel, den habe ich auch schon vergessen. Ah, ich krieg die ganzen Multiplikatoren nicht, was ist denn da los? Es ist auf jeden Fall sehr gut, dass wir hier keine besondere Helmanzahl brauchen, denn die hätte ich auf jeden Fall verkackt. So, irgendwo hier danst eine Lorbeere ab, da ist sie, oder? Warte, aber ich, ja, doch, da ist sie. Da hoch, hä, was? Ach, ich hätte da springen müssen, ah, shit. Ja, dann müssen wir es an dieser Stelle nochmal machen. Ach ja, übrigens, ne, wenn man hier alle Leben weg hat, dann ist man übrigens tot, ne, ist eigentlich klar. Boah, das ist so schwer zu steuern. Komplett kreuz und quer hier. Ja. Gut. Damit sind wir jetzt woanders. Ja, sind wir. Gut, da hätte es noch irgendwie Multiplikator mit Helm gegeben, oder kommt man da von hier aus ran? Nein, kommt man nicht, das ist... Wobei, kann man von hier vielleicht? Nein, kann man nicht. Ja, gut, keine Ahnung. Dann würde ich sagen, starten wir die Bootstour gerade nochmal. ja. Ach, es ist jetzt sogar eine andere, oder? Weil man ja jetzt das Ganze irgendwie... Oder, hä? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Doch, das müsste eigentlich anders sein, weil... Oh, scheiße, die Leben werden ja nicht wieder aufgefüllt. Stimmt. Alter! Ich habe keinen Bock hier drauf zu gehen, ehrlich gesagt. Wir sind schon oft genug drauf gegangen in dem LP. Ah ja, gut, okay. Das war jetzt sozusagen der kurze Rückweg. Okay, dann machen wir das jetzt nochmal. Also wenn ich jetzt die Lorbeere nicht kriege, dann schneide ich sie rein, ne? Weil ich glaube, wir müssen jetzt nicht sehen, wie ich da 10-mal verrecke. Was wahrscheinlich passieren wird, wenn ich mich genauso oft treffen lasse wie beim ersten Mal. Weil wir haben nur noch ein halbes Leben. Und das ist schneller weg, als man denkt. So, habe ich... Ich habe den Multiplikator wieder nicht. Jetzt habe ich, ne? Man muss da sehr, sehr früh abspringen. Das ist krass. Da habe ich auch wieder nichts. Danke dafür. Oh Mann, okay. Wo war denn die Lorbeere? Die kommt noch erst, ne? Ey, ich krieg da gar nichts. Ich krieg da überhaupt nichts. So, diesmal fahren wir mal hier rechts lang. Ja, gut, okay. Ah, nein, wir müssen uns hier wieder nach links halten. Sag links. Und so, und diesmal springen wir da hoch. Jawohl, und jetzt nicht sterben. Oh mein Gott, wir haben nur noch ein Leben. Wenn wir jetzt getroffen werden, war es das komplett. Ei. Und dann fahren wir lieber hier rechts, da ist nichts im Weg. Okay, so. Ah, ich komme da nicht weiter nach links. Da ist die Strecke begrenzt. Oh, ich glaube, wir haben es. Ja, wir haben es. Oh. Okay, gut, wir machen das auf gar keinen Fall nochmal. Scheiß auf die Palme, die da oben noch hängen. Okay, danke Google, dass du das gerade gesucht hast. Mein Handy ist gerade angegangen und hat nach kein scheiß Riedering gesucht. Whatever that may be. Sind hier Leben drin? Ausnahmsweise könnte ich die tatsächlich mal kräftig gebrauchen. Ach komm schon, mach keinen Shit. Ah. Come on. Ah, okay, hier sind ein paar. Ah, hui. Okay, fühlt sich gleich wieder viel besser an, weil jetzt hätte uns selbst der billigste Legionär aus den Latschen gehauen. Und dann wäre kräftig Schicht im Schacht gewesen. So. Gut, wir nehmen die paar Kisten mit. Die Hälfte der Helme fällt direkt durch den Steg durch. Ach ja, ist herzallerliebst. So. Und dann klettern wir hier diesen Berg hoch. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn da hinten wird gleich richtig geklettert. Ach, da ist schon der nächste Druide. Das ging aber schnell. Das war ja nur eine Bootstour und dann der Druide. Das ist ja krass.
Na ernsthaft, das waren jetzt 5 Minuten von Druide zu Druide. Das ist schon ein bisschen wenig eigentlich, also. Naja, wenn sie meinen. Gut. In Helvetien gibt es sehr viele Multiplikatoren für so einzelne Helme, ne? Ich meine, das ist so eine schöne Sache theoretisch, aber es lohnt sich halt einfach nicht wirklich. Man hat immer das Bedürfnis, da noch viel mehr zu kombinieren, aber es gibt halt nichts mehr zum Kombinieren. Das ist irgendwie, naja. Was ich vorhin übrigens noch ausführen wollte eigentlich, als ich mit Asterix XXL2 angefangen habe, mit dem Remaster, ne? Ist mir eben aufgefallen, wie sehr man doch eben das hätte besser machen können. Und da hat sich dann auch direkt der Wunsch in mir geweckt, so mal das Original auch noch zu Let's Playen. Das heißt, weiß nicht, ob in absehbarer Zeit, wahrscheinlich jetzt erstmal nicht. Aber irgendwann werde ich auf jeden Fall auch das Original mit euch spielen. Damit ihr dann mal einen Vergleich habt. So, und hier dürfen wir 40 Römer auseinandernehmen, die alle kreuz und quer durch die Gegend latschen. Das ist natürlich super. Da können wir also auch keine Combo aufbauen und nix. Das ist... kommst du her? Mann. Also so eine Combo aufzubauen wäre schon cool. Leider kriegen wir keinen Combo-Balken dafür, wenn Obelix irgendwen verdrischt. Ach! Was ist das denn hier? Oh shit, da gibt's eine Dings. Eine Lorbeere, die wir mit dem Zaubertrank holen müssen. Ah. Nein, komm. Hä? Ach so, von da oben. Hier ist höher. Nee, hä? Shit! Hä? Scheiße, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Nee. Hä? Warte. Ich glaube, wir müssen weiter hier noch um die Ecke und dann hier irgendwo hoch. Nee, da geht's noch nicht hoch. Ja, shit! Wie zur Hölle komme ich an diese Lorbeere ran? Okay, ich glaube jetzt noch nicht. Ich glaube, das geht noch nicht. Ich glaube, das geht noch nicht. Ich hoffe, das geht noch nicht. Ansonsten, ja. Hier sind auch zwei Lorbeeren direkt ziemlich auf dem Haufen, ne? So einmal die da und dann kommt dann noch eine, von der ich weiß. Die ist auch direkt um die Ecke. Das heißt, dann sind wir bei 8 und fehlen uns immer noch 4. Puh. Oh, da war nochmal Zaubertrank, okay. Dafür, dass wir jetzt bei Stufe 4 sind, ist das ganz schön wenig eigentlich, was wir haben. Na, Kollegen, kommt mal her hier. Du läufst mir nicht weg. Mit Zaubertrank kann man die jetzt tatsächlich einholen, wenn sie wegrennen. Das ist eine schöne Sache. So, ja. Oh, vielleicht kriegen wir doch noch eine Kombo voll. Komm schon. Komm, 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 komm. Ja? Ja? Komm, einen noch. Nee, noch einen zweiten. Kacke. Hey, komm her jetzt. Ha, da war gerade einer, da war gerade einer. Jetzt haben wir sie. Ja. Dann machen wir die vier doch mit dem Kumpel weg. Die sollten da eigentlich direkt reingesogen werden. Jawohl, werden sie auch. So, da oben stehen noch zwei rum. Die nehmen wir mit. Und dann sollten wir es eigentlich haben. Oder? Jawohl. Sehr schön. Ach, mit dem Multiplikator hätte ich mal nach da hinten rennen sollen, nicht Vogel. Hä? Warum ist hier so viel Zaubertrank? Komme ich ja gar nicht drauf klar gerade. Ah, komm runter da. So. Dann boosten wir uns einmal da hoch. Vielleicht können wir den Zaubertrank da oben noch ein bisschen nutzen, um an die Lorbeere leichter ranzukommen. Obelix, was zur Hölle? Das war wohl... Ey, ich komme nicht mehr klar, Alter. Ja, das war es dann an dieser Stelle komplett. Wir hätten jetzt hier den dritten Sprung gehabt, um den die Lorbeere richtig auszurichten. Haben wir jetzt halt nicht mehr. Müssen wir es halt mit zwei Sprüngen schaffen. Haben wir auch geschafft, Gott sei Dank. Danke, Obelix, für gar nichts. Der dreht da seine Runden, macht da seinen Abendsport. Ist unglaublich. Also, manchmal ist es ja schon, ne, Spiel von 2004 halt. Man merkt es dann doch an einigen Ecken und Enden. Wobei, nicht, dass einem sowas in heutigen Spielen nicht auch passieren könnte, ne? Das ist ja, durchaus... So ist es ja nun durchaus auch nicht. So, nein! Ach ja, mit diesen Katapulten fliegen macht doch so viel Spaß. Dann machen wir das auch noch ein paar Mal, oder? Ich dachte, es sieht so schön aus. Kann man schon mal ein paar Mal machen. Gut, dann vergessen wir den Kollegen da oben erstmal. Wobei, nee, da müssen wir hin wegen der Lorbeere, glaube ich. Die war doch da, oder? Ich habe es jetzt gerade gar nicht mehr auf dem Schirm tatsächlich, ob die schon hier war oder woanders. Der hier hat gerade wieder aufgeladen, ne? So, die vorhin, die wir auf der Brücke hatten, die haben nicht aufgeladen. Alter. Ach nee, hier ist nur ein extra Leben. Dafür mache ich die Scheiße hier, für ein extra Leben. Ah, Leute. Hätte mir das einer vorher gesagt, hätte ich es gelassen. Oh, cool. Ausnahmsweise mal der Kiste, die man zuerst zerhaut. Coole Sache. Wobei es halt wieder für diese einzelnen Helme sich überhaupt nicht lohnt eigentlich. So. Ja,
damit der Aufzug hier hochkommt. Au! Das war fies. Die müssen tatsächlich scheinbar auch nicht einrasten irgendwie, sondern die kann man direkt einfach, runterspringen. Ja, kann man auch. Gut, ach guck mal, die haben wir gerade offensichtlich bei ihrem Käse gestört. Der kocht sogar noch. Ey Leute, ihr müsst ihn runternehmen, der verbrennt sonst. Gut, das ist interessant, das Ding macht gar nichts. Muss ich tatsächlich mal überlegen, dass wir die Lorbeere nicht verpassen. Das wäre nämlich ein bisschen blöd, weil ich bin da tatsächlich früher oft dran vorbeigelaufen. Weil die gar nicht so offensichtlich ist, wie man manchmal denkt. Die ist bei so einer kleinen Hütte halt hier, ne? Also während wir hier auf dem Berg hochkraxeln, ist die bei so einer kleinen Hütte irgendwo und da müssen wir halt mal vorbeilaufen. Ach, Obex wird da jetzt... Ah ja, der wird jetzt hier hochgekurbelt, okay. Kommt ihr mal runter, bitte? Dankeschön. So, dann machen wir den erst einmal weg und dann holen wir uns den auch nochmal. Jawohl. Und warum hat der jetzt keinen Helm da gelassen? Interessant. Gut, dann holen wir noch einmal Obelix hoch und jetzt sind wir Obelix. Okay, interessant. Ah, da hinten ist das Haus, glaube ich. Da hinten ist das Haus? Nee. Oh, hier ist noch ein extra Leben. Was? Ups, Alter, sorry. Uns hier eigentlich überhaupt nichts bringt, weil wenn wir nämlich hier unten runterfallen, dann landen wir in Stacheln, wie in der Griechenlandgrube. Und naja, dann ist Schicht im Schacht. Da bringt uns das irgendwie gepflegt überhaupt nichts. Ja, Schick rüber. Dankeschön. Nehmen wir für die Kisten hier gerne mit. Da wird bestimmt ein bisschen was Goldenes drin sein. Ja, toll. Ja, die Multiplikatoren schön zuletzt eingesammelt. Das Häuschen ist immer noch nicht hier. Ist das echt noch weiter oben? Ja, da habe ich es gerade gesehen. Wunderbar. Da habe ich es gerade gesehen. Hier unten ist was? Da sind die Stacheln auf jeden Fall. Also wenn wir da jetzt drauf springen, sind wir weg vom Fenster. Das sollten wir also nicht tun. Ah, wir hören ja schon die fliegenden Futzis da oben. Die machen ja schon ein bisschen Stress. Aber was es hier gibt, ist ein Multiplikator. Den habe ich schon gesehen. Deswegen lassen wir die ganzen Kisten schön ganz. Ja, ja. Von wegen. Du mich auch mal. Wir holen uns erstmal schön den da. Und dann nehmen wir die Kisten auseinander. Mal schauen, ob da was Gescheites drin ist. Ja, okay. Wie gesagt, ne, Helvetien, da werfen sie einem gerne die Multiplikatoren hinterher. Das ist interessant. Sehr interessant. Oh, das kann nicht euer Ernst sein. Ey, die sind schon asozial, ne? Die wissen ganz genau so, man hat den Zehner da hinten gesehen, dann macht man die Kisten da zuletzt auf. Mhm. Ja, schöne Sache. So. Übrigens, wo wir gerade bei zukünftigen Asterix-Let's Plays waren, ich hole erstmal die Lorbeer ganz. Ich habe auf eBay eine Version vom Asterix und Obelix XXL für den Game Boy Advance bestellt. Die dann auch irgendwann hier, naja, Stand der Aufnahme heute oder morgen an, nee, nicht heute, morgen oder übermorgen ankommen sollte. Und dann kann ich also auch offiziell und erlaubterweise sozusagen, ne, ein Let's Play vom Game Boy Advance Asterix und Obelix XXL machen, was ja, wie schon mal bereits erwähnt, ein komplett anderes Spiel ist. Kommt ihr da mal drauf, bitte. Danke. Zack, weg sind sie. Den Kollegen würde ich auch ganz gerne direkt auseinandernehmen. Uah. Vielleicht lassen wir es auch einfach. Komm, die müssen wir nicht besiegen. Das ist eigentlich komplett irrelevant. Lassen wir die einfach da rumchillen. Die können auch die Platte nicht auslösen, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, der nervt gerade ein bisschen. Danke. Ja. Natürlich muss ich mal gucken, wie ich das mit der Aufnahme von dem Spiel mache. Ich werde es natürlich auf dem Emulator spielen, ist ja klar, Kollege. Aber da das ein Game Boy Advance Spiel ist, ist natürlich ja, die Grafik von dem Spiel jetzt nicht so optimal, um es auf einem riesen Bildschirm anzugucken. Das heißt, vielleicht werde ich da irgendwie einen Rahmen oder sowas designen, den ich dann da drumherum packe und das Spiel dann eher etwas klein aufnehme. Muss ich mal schauen, wie ich das dann mache. Ich weiß auch noch nicht genau, wann ich das dann mache. Ich denke, ich werde da noch ein bisschen Zeit vielleicht laufen lassen. Ich glaube, es wird nicht direkt das nächste Let's Play, weil es wäre irgendwie ein bisschen seltsam, so Asterix und Obelix XXL zu spielen und danach Asterix und Obelix XXL zu spielen. Das wäre ein bisschen komisch. Deswegen, ja, machen wir das dann irgendwann ein bisschen später. Vielleicht so in ein paar Monaten oder so. Ein, zwei Monaten, wer weiß. Vielleicht spielen wir es auch direkt vor XXL 3. Lass mich mal in meinen schlauen Kalender gucken, wann XXL 3 kommt. XXL 3 kommt am 21.11. Oh ja. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach kurz vorher XXL für 1 für den GBA an und dann machen wir direkt den dritten dann zum Release oder so. Das ist doch eigentlich eine gute Option. So, hoch mit dem Aufzug. Dankeschön.
Achso, natürlich. Wir müssen warten. Hallo? Hä? Ah, wollte gerade sagen. Oh, warte mal. Stimmt, man soll wo lang? Ich weiß nicht mehr. Nee, hier geht's normalerweise nicht weiter, glaube ich. Ah ja. Die Lobby hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, tatsächlich. Och, nee. Scheiße. Ach, Manno. Ja, da springe ich jetzt nicht runter, weil das ist der Rückweg. Da wollen wir nicht hin. Weiter geht's hier. Da gibt's nur ein paar Pfeile, genau. Ein paar Helme. Das ist es jetzt nicht wert. Hier hinten gibt's noch ein paar Helme. Die haben wir gerade. Ach nein, da oben ist noch. Gerade mache ich mit dem Multiplikatoren aber auch alles falsch, was man falsch machen kann, ne? Ja, wie kommt man eigentlich da hoch? Wie kommt man denn eigentlich da hoch? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Naja, was soll's. Wir haben ja den hier noch. Ja, wie man da hochkommt, keine Peilung. Ist auch nicht so wild. Ich meine, 30.000 Helme fehlen uns noch. Ich glaube, bis wir im nächsten Land sind, können wir uns die 30.000 leisten. Nein. Die 150.000. Und ich glaube, ab dem nächsten Land, ich spoiler jetzt noch nicht, was es ist, sollte man auch dann die Möglichkeit haben, den Tornado-Fusionskombo zu kaufen. Na komm. Der ganze Käse, der hier gelagert wird, übrigens krass, wie viel das ist. Das hält wahrscheinlich für ganze Jahrzehnte. Ich glaube, man kann von hier oben runter. Oh, das sind ja mehrere von denen. Ey, Kollege. Nervt. Komm, mach weg den Müll. Danke. Warum spielen wir eigentlich die ganze Zeit hier Obelix? Oh, ja, hier gab es auch viele Multiplikatoren, die irgendwie klug kombiniert werden durften. Für den ganzen Kistenklumpatsch. Ich weiß aber natürlich nicht mehr, wo die waren. Ich weiß nur noch, dass sie hier waren, weil mich das immer... Ja, genau, weil ich mich das immer genervt hat, dass ich sie falsch genommen habe. Und da vorne ist ein 10er-Multiplikator, bei dem ich mich gerade frage, wie ich an den rankomme. Oder vielleicht auch nicht. Ja, tue ich nicht. Wunderbar. Okay, und jetzt sollten wir uns beeilen, den ganzen Schmodder hier einzusammeln. Da vorne vor allem die Centurio-Helme. Sehr wichtig, würde ich mal sagen. Ich glaube, warte mal hier hoch. Okay, das ist unwichtig. Ah, die Centurio-Helme kriege ich nicht mehr. Da brauche ich gar nicht hinlaufen. Ja, okay. Hat sich jetzt im Endeffekt doch wieder überhaupt nicht gelohnt, den 10er da noch mitzunehmen. Aber okay. Weil wir kommen jetzt, glaube ich, hier nicht mehr hoch, nachdem wir die Kisten kaputt gemacht haben, oder? Oh doch, na dann war es nicht so wichtig. Dann vergessen wir das an dieser Stelle einfach mal komplett. Da hinten sind noch Kisten, die sind bestimmt auch noch mit Helmen, ja. Ja, das ist alles... Alles nichts mehr Wildes jetzt hier. Hier mehr Leben. Noch mehr Leben. Hä? Ich habe schon 6 Schilde, was soll ich denn mit noch mehr Leben hier? Also irgendwie... Ah, schade, die Centurio-Helme da vorne hätten sich natürlich noch ordentlich gelohnt, ne? Schade, schade, schade. Was ist hier um die Ecke? Da ist keine Ecke. Okay, ich dachte, da wäre eine Ecke. Aber da ist keine Ecke. Ich nehme jetzt mal jede Kiste hier auseinander in der Hoffnung, dass da vielleicht auch noch was drin ist, aber nee. Ist nicht. Gut, okay, dann machen wir es so. Und wir sollen eigentlich natürlich hier hochhüpfen, um... Och. Ich sag's euch, Leute, es ist immer dasselbe. Es ist wirklich jedes vereinzelte Mal so, dass ich diese Dinger zuletzt einsammle. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Das muss einfach so gemacht werden. Fertig. Bin mal gespannt, ob es im Game Boy Advance-Teil auch die ganzen Multiplikatoren und sowas gibt, weil man meint es vielleicht, dass der Game Boy Advance-Teil natürlich dann irgendwie ein zweidimensionales Jump'n'Run oder sowas vielleicht ist. Aber nein, das ist tatsächlich auch ein dreidimensionales Spiel. Also, so dreidimensional, wie halt der Game Boy Advance dreidimensional darstellen konnte, ne? Halt so mehr, so weniger. Aber tatsächlich kann man sich in alle Richtungen bewegen, sozusagen. Es ist halt nicht nur wie Mario irgendwie so ein 2D-Jump'n'Run. Also von daher, auf jeden Fall interessant, wie die das umgesetzt haben auf dem Game Boy. Weil ich meine, das Ding war immerhin doch jetzt nicht so ganz so leistungsstark wie so ein PC oder sowas. So, warum kommt Asterix eigentlich nicht nach? Achso, stimmt, weil dieser Booster ja nur für Obelix ist, der kann nicht nachkommen. Ja, den gucken wir dann hier nachher mit einer Seilbahn hoch oder so, glaube ich. Ah ja, da wird jemand Stress, das ist in Ordnung. Wir laden uns hier ganz kurz die Kombo-Leiste auf und dann machen wir den weg. Hallo? Jetzt, so. 40 Römer, sieh wie der Counter runtergeht. Er geht runter und runter und runter. So, die Helme sammeln wir ja auch währenddessen ein, das ist ja gar kein Problem. Noch 7. Ah ja, 0. Okay. Aha, und jetzt holen wir die Seilbahn für Asterix, die wieder sämtlichen Gesetzen der Schwerkraft trotzt und bergauf fährt. Alles klar. Oh.
Ich habe gerade auf den Timer geguckt, der zeigt mir 35 Minuten. Ich glaube, ich hatte wieder zu viel Spaß an dem Spiel und hab's ein bisschen verpennt, auf den Timer zu gucken. Gut. Ja, hab ein bisschen längeren Part bekommen. Ich komme noch ganz kurz runter zu Obelix. Und würde sagen, an dieser Stelle beenden wir dann den Part. Komm, wir stellen uns hier ins Licht, schön in den Sonnenschein. Genau, hier beenden wir den Part. Ich würde mich selber einen Daumen hoch freuen. Und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Part wieder einschaltet. Also, bis dann und ciao!